So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Wir jagen jetzt einen Apex-Azuros. Und ja, ich habe mich ein wenig umdesignt. Und meine Kollegen auch in Pinkie Pie 1 und Pinkie Pie 2. Gar nicht wahr. Und den sieht man aus dem All. Liegt nur an der großen Waffe. Ja, ich drehe mich mal langsam. Ihr seht schon, man wird blind. Guckt bitte nicht direkt auf Hutz. Okay, ich kann mich ja anders einfärben. Nein, du darfst dich einfärben, wie du willst. Das ist mir völlig wurscht. Ich gebe bloß die Warnung raus, dass man dich halt nicht direkt angucken sollte. Ja, und ich habe mir meine Lieblingsrüstung aus den vergangenen Monster Hunter Teilen gemacht. Ich war gerade am überlegen, ob ich nicht einfach... Oh, warte mal, das kann ich ja auch mit meinem Hund machen. Ja. Verdammt. Wo kann ich das machen? Was beim ist das hier, Hundeschmied. Bei der Elfen oder auch oben? Auch oben? Ja. Ja, gib mir noch einen Moment. Ah. Ihr seht, mein Hund trägt auch eine Deko-Rüstung passend, weil ich habe die Halloween-Rüstung aus Vault an. Und Bisa hat die Renopleros-Rüstung an und hat einen Feuerhund sich gebastelt, nicht wahr? Nee, einen Donnerhund. Nein, Nava. Das ist die Nava-Deko, die Nava-Rüstung. Genau. Ich brauche was. Ah, da ist er doch. Genau. Warum kann ich den nicht? Ich brauche Mizune-Reste. Da musst du gegen Reste tauschen. Ja. Anwählen im Menü davor. Gegen Reste tauschen. Und jetzt irgendwas und von Mizune. Mizune plus oder minus. Plus am besten. Muss er mal finden, Mizune. Aber wir haben nichts mit Mizune. Ist auf der sechsten Seite oben. Ah, doch. Oh, ich habe wirklich nur noch mit Mizune-Reste normal. Ja, und du brauchst die Plus. Verdammt, davon habe ich nichts mehr. Okay, dann. Dann kannst du da auf. Ach doch, warte mal, hier, klar. Draufdrücken und dann kannst du dagegen eintauschen. Ja, hier, da geht doch was hier. Zack. Zum Beispiel für eine Wasserkugel 10 Reste. Ja, das ist gut. Gegen Reste tauschen, jo. Gegen eine Wasserkugel? Ne, gegen eine Wasserkugel kriegst du gar nicht. Wasserkugel ist seltenste Gegenstand von dem Viech. Nicht eintauschen für Reste. Aber ja, aber nicht. So. Aber wenn man 5 hat. So, jetzt aber. Wo ist er wieder? Mizune. Kann der überhaupt schlafen? Nein. Dann lohnt sich's nicht. So. Das. Jo. Und das. Ja, jetzt passt das hier. Es muss ja hier optisch alles passen. Mein Hund ist ja selbst lange Zeit mit dieser Rüstung rumgelaufen, daher kann ich dir das schlecht verbieten. Obwohl er ein bisschen dunkler ist als ich, aber ich kann ihn nicht einfärben. Oder kann ich ihn einfärben? Kann man den Hund einfärben? Ausrüstung kaufen. Deko-Rüstung. Rüstungsfarbe. Aber du gehst an seinen Baum da unten. Ach, an seinen Baum. Ah. Und gehst auf Aussehen. Ich hab ein Papier. Warum ist gerade alles in rosa und pink? Aua, das tut weh. Rüstungsfarbe ändern. Ah, perfekt. Ja, mit Hutz ist das problematisch. Hutzhund ist, sagen wir, interessant. Psst. Sei nicht so. Warte mal so. Aber irgendwie... Das ist jetzt nicht viel, was sich da geändert hat. Schade. Ja, da ändert sich kaum was. Aber ich brauche ja noch den unteren Teil. So, vielleicht tut sich der da viel ändern. Jung, 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 jung. Jung, oh ja, jetzt. Ja, jetzt kommt's raus.
Das ist gut. Ja, perfekt. Jetzt sieht das auch aus wie mein Hund. Jetzt passt er, jetzt passt er dazu. Belf, nicht die Quest annehmen. Ja, ich warte nur drauf, dass ihr bereit macht. Ey, hab bereit gemacht. Wir passen so gar nicht zu euch, Fang und ich, und irgendwie bin ich nicht traurig drum. Ich hab nen Farbfehler im TV, oder warum ist gerade alles rosa pink? Aua, das tut weh. Das muss so. Ja, das sehe ich auch so. Das muss so. Deswegen habe ich die Warnung rausgegeben, nicht direkt Hoods anschauen. Aber das sieht doch farblich echt gut aus. Das geht bei Hoods Stream aber auch wunderbar. Einfach immer zur Seite gucken. Nur aus dem Augenwinkel. Die sehen den Hund ja nur von hinten. Alles gut. So ein großer rosaner Farbfleck auf dem Bildschirm. Vor allem, wie kriegt der arme Hund die Farbe jemals wieder aus seinem Tail raus? Der ganze Tail ist lila, also pink. Das ist ja nicht mehr rot, das ist nicht rosa. Obwohl, könnte auch rosa sein. Bin mir grad nicht sicher. Ich habe mich gerade gefragt, warum sammle ich keine Münzen auf? Warum sind hier keine Münzen? Ja, nein. Jetzt ja, nicht. Ja, nein. Jetzt ist hier der Bär, der zum Glück meine Farben hat, dran. Deine Farben? Ja. Gehört der zu dir? Ja, der gehört zu mir. Dann wäre ich auch gerade ein paar Lags. Kurz, der Tail ist aber das, was am meisten zu sehen und knallepink ist. Das ist richtig. Der Honigdachs. Das ist ein Bär. Ja, das kommt schon auf Honigdachs hin. Oh, ich hab die Getränke nicht aufgefüllt. Und Bisa ist ohnmächtig geworden. Ja, ich hang an ihn dran. Und dann hat er seine Vorwärtsattacke gemacht und hab dadurch Schaden bekommen. Ja, schlecht. Au. Ja, Schaden nehmen sollte man bei Gegnern unterlassen. Sind die jetzt noch stärker geworden? Das ist ein Apex, also ja. Bedeutet jetzt Apex. Der ist stark. Ah, okay. Dann hau ich ihn mal hin aufs Kreuz. Und ist dunkelfarben. Das habe ich schon bemerkt. Jetzt nachdem ich so hell bin, sehen die alle sehr dunkel aus. Sag doch, der hat meine Farbe. Autsch. Ja, hau den Wolf, der mag das. Mir macht das nicht so viel. Oh Gott, er geht in Gear 2. Aber ich muss dir leider die andere Waffe wiederholen, weil die in der hier habe ich ja gar nichts drin, die war jetzt. Was auch immer, Bisa. Mach keinen Mist, Bisa. Macht er bei euch auch so umherlecken? Nee. Nee, aber ich bin gleich tot. Ich bin tot. Arsch. Combo und dann war's wieder. Okay, ich brauch eine andere Waffe. Ich brauch die gute. Auch wenn die farblich nicht passen, ich brauche eine gute Waffe. So. Ausrüstung verwalten. Nein. Und Hutz, du wurdest gekrault. Kraulis! Wofür? Wieso, der ist da nicht Wolf, runter. Der Wolf wurde gekrault. Hallo, ich wurde auch gekrault. Ja, ich werde gekrault, weil ich anständige Farben habe. Niemals. Ich bleib gleich hier im Lager zurück und mach mir eine neue Farbe. Du wirst ja so lange alleine kämpfen. Nein, du kommst, du blendest einfach das Vieh damit. Wenn es dich direkt anguckt, kannst dich
Also kannst du mich schon nicht mehr angreifen. Ich kämpfe jetzt gegen Batman. So. Batman, komm mit. Batman. Ja, Azuros. Spring irgendwo hin. Der wollte mich treffen. Ja, aber der ist eine Linie gelaufen bei mir und dann springt er hoch und landet 5 Meter diagonal woanders. Obwohl er gerade abgesprungen ist. Okay. Katze, komm mit. Batman, komm her. Nee, 8 Ball gibt's bei mir leider nicht. Ja, komm her. Komm her. Ich nehm Batman mit. Mal gucken, ob ich ihn schaffe. Ja, er kommt. Batman kommt. Ist er noch da? Wo seid ihr denn überhaupt? Ihr seid ja gar nicht mehr hier. Achso, doch. Nein. Ist ja oben. Wir sind auf der 4. Verdammt, hab ich Batman umsonst mitgeschleppt. Er macht mehr kleine Monster kaputt, bitte. Der Apex Azuros macht kleine Monster kaputt. Dann soll der mehr macht kaputt machen. Oh, jetzt war ich in der Base. Meinst du, ich hätte jetzt mein Inventar aufgefüllt? Das hab ich auch wieder vergessen. Ich hab nur meine Waffe gewechselt. Oh, hier kann ich ja nicht Sushi looten. Das ist doch schön. Der macht auch schon. Ich guck euch zu. Der haut echt oft zu. Ja, ich sag ja, deswegen hatte ich ja das Problem. Irgendwie macht die noch weniger Schaden. Feuer ist nicht gut gegen den, glaube ich. Kann schon sein. Apexer haben, glaube ich, andere Schwächen. Ja. Der Schlag hat wehgetan. Oh, fuck, wo stehst du? Ich bin schon voll wieder. Nein, ich bin wieder leer. Ich bin geblitzt, denkst. Lass mich in Frieden. Ich kenne dich nicht. Au. Timmy. Oh, Herr Gott. Sicher, dass ich durch die Degro-Rüstung nicht meine Rüstung verloren habe? Nein. Sich so an. Nein, der ist so. Oh, ich bin stunned. Aber. Oh Gott. Das war ein Millimeter vor Tod. Okay, ich merke schon, wenn er einen gestunt trifft, dann hat man ein Problem. Ja. Notiz an mich, nicht machen. Als ob er das sich aufgeschrieben hat hier. Er macht ja, was er will, der Kerl. Ah, er macht, was er will. Problem ist, wir dürfen halt nicht mehr sterben. Wieso? Also ja, doch. Hast recht. Deswegen habe ich mich auch gerade so am Leben festgekrallt, weil... Für mich ist ja kein Tod mehr übrig. Ja. Doch, der Entscheidende. So ist es. Den will ich aber nicht haben. Dann bin ich wieder schuld. Ja. Und es ist kein Eisviech. Darf nur schuld bei Eisviechern sein. Na gut. Und beim Reihang. Ah ne, da bin ich schuld. Ach du Scheiße. Der hat mich einmal berührt und ich war gestunt. Ja, das macht er gerne, habe ich das Gefühl. Kommen Sie mir. Keine Sorge, trifft mich nicht. Nur wenn er mit dem Stein wirft.
So, bist du so schnell? Wenn ich genug Dodge Rolls mache, ja. Mach den Souls-like Mode. Einfach ganz auf Dodge Roll. Okay. Ja, der Wolf ist professioneller Dodgeball-Spieler. Oh, oh, oh. Ah, ah, gut, alles gut. Lebt noch. Alles nur eine Fleischwunde. Das läufst du doch weg. Wollte gerade sagen. Hat schon Zerrungen, die waren schlimmer. Ah, ich hab meine Quest für kleine Monster erfüllt. Ich noch nicht, ich brauch noch 10. Ich brauch noch 6. Au. Oh. Also dein Hintern macht so viel Schaden. Deine Klauen machen viel Schaden. Wenn wir uns darauf einigen, er macht viel Schaden. Abgelehnt. Nein, nur sein Hintern. Ich hab ihn nicht erwischt. Ja, mich auch nicht. Oh oh. Nein. Dort. Oh, ein Fliegen. Jetzt entscheide ich, in welche Richtung du willst. Hallo. Oh, so ein Steinchen. Scheiße, ich bin stunt. Ja, aber der geht auf mich. Kein Problem. Alles klar. Es sollte gereicht haben von der Heilung, oder? Ja, locker. So, nicht Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Hat sich nach dem letzten Film sehr gehen lassen. Ja, und ich hat jetzt seine Mettler-Phase. Ist jetzt dunkel. Oh, wir haben Gesellschaft bekommen. Der könnte gut sein. Oh ja, Batman ist da. Batman, ich mag Batman. Ja, Batman kriegt gerade auch ziemlich auf die Schnauze. Bisa. Welche Batman? Hau zu! Mach ich. Aber er haut mich gerade zu frei. Ja, das ist das Problem an dem. Finalangriff? Hau drauf! Alles weiter drauf. Ich muss aber mal schleifen gehen. Ich muss mal schleifen lassen. Ja, haut doch eh ab. Na, dann passt's ja. Heilung vielleicht noch auffüllen? Wäre eine Idee. Wäre eine sehr gute Idee. Ich hab zwar noch ein bisschen was, aber ich kann Munition gebrauchen. Ich hab keine Megatränke mehr. In welches Lager wollen wir? Also ich bin in Nebenlager 1. Ich bin Hauptlager. Na super. Wie lange ist heute geplant, bis der Wolf sagt, er will nie mehr? Genau. Ach, er schiebt's jetzt auf mich. Richtig. Weil ich bin ja schuld, dass der Wolf nächste Woche wieder nur verringerte Parts bekommt. Und ja, aber weißt du, was das Gute ist, Bisa? Was? Die Parts reichen. Also,
Genauer gesagt, die Parts, die jetzt heute hochgeladen sind, schon. Reichen bis nächsten Freitag. Oh, cool. Letztes Mal hab ich und der Wolf ein bisschen länger mehr gemacht. Ja, wieso war ja auch dabei? Stimmt. Auch letztes Mal hatten wir doch auch noch extra mehr gemacht. Ich bin wieder ganz auf der falschen Seite, merke ich. Ja, du bist genau an der anderen Ecke. Ja, ich hab's schon gesehen, aber ich. Bin dreh schon um. Ja, Vorsicht. Ich will keinen toten Bisa hier sehen. Bisa und Wolf, seid ihr am Samstag dann auch dabei nächste Woche? Nein, so gut ich leider nicht. Uns versucht, mich noch zu überzeugen. Ich hol dich einfach ab. Geh einfach vor deiner Tür und dann hast du gar keine andere Wahl, als mitzukommen. So einfach ist das. Das ist natürlich eine Wahl, eine Möglichkeit. Nur gucken, wann es losgeht, wann ich bei dir sein muss. Ich würde ja sagen, wir können es natürlich ganz, ganz drastisch machen. Dann muss ich nicht zu dir fahren. Ich übernachte einfach bei dir. Und wir machen am Freitag einen Random-Stream. Das wird wahrscheinlich bei mir nicht klappen. Und Ötschka, ich bin morgen leider auch nicht dabei, denn... Es heißt Ötscher! Ötscher! Irgendwann Ötscher heißt das! Irgendwann haben wir den Visa da. Denn ich bin morgen auf dem Japan-Tag. Wolf! Ja? Du hast mich gestaggert! Sorry! Aber es war doch nur ein Schuss. Ja. Heilung. Schnell. Das reicht nicht. Okay, Megatank noch hinterher. Jetzt reicht's. Es war mein Konterschuss, sorry. Den hatte ich halt geladen. Wenn ich den geladen habe, muss ich ihn schießen, sonst schießt er dann von selber. Irgendwann kriege ich den Namen schon. Ja, irgendwann. Aber Ötscher, wir sehen uns morgen. Wann ist denn eigentlich nochmal Treffpunkt in Rotenburg? Das weiß ich schon wieder gar nicht. Wann ist denn morgen Treffpunkt? Weißt du, was ich bei dem nicht mag? 1400. Was? Dass er springen kann? Nee, dass er nach seinen Schlägen meistens noch so eine Bodenwelle hinterherhaut. Ach so. Weil wenn ich kontere, habe ich halt nur einen Konter und dann muss ich meinen Konterschuss machen. Und wenn ich dann in der Zeit noch was trifft, bevor ich den abfeuern kann, ist halt der Schuss weg und ich nehme Schaden. Ah. Und dementsprechend, wenn er mich mit dem ersten Schlag trifft und dann seinen Boden Dreck macht, haut er mich halt direkt in der Combo aus meinem Spezialschuss, der halt jedes Mal eigentlich über 100 Schaden macht. Ist dann immer ein wenig ärgerlich. Au. Mein Hund bellt mich an. Ja, ich hab dich angeschossen, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Ich will ja nichts sagen, aber schön, wie du auf dem Dach gelandet bist. Ja. Da kommt er nicht hin, ich bleib jetzt hier oben. Ihr kümmert euch um den, oder? Jojo. Bin dabei. Oh! Bisa! Stell's auf! Ich kann's probieren. Nein, er ist nicht fangbar. Scheiße, Apex-Viecher. Er zählt als Drachenältester. In dem Fall. Okay, dann Drachenältester sind nicht fangbar. Nein, Drachenälteste sind leider. Die stehen also über den Ding. Hätten wir die Schlange auch nicht fangen können. Richtig. Genau. Oh fuck, heil mich! Ich wünsche euch hier. Danke. Komm zu mir, Digga. Macht er. Er hat gerade als du gesagt hast, ist er hier bei mir, hat er sich in die Kurve gelegt, dass er noch drehen kann.
Da ist das Ding. Ja, easy. Verstehen, wir müssen looten. Looten. Ein Pelz. Ein Starkknochen. Und ein Rückenpanzer. Ich hab 2 Rückenpanzer und einen Pelz. Ich hab 3 Pelze. Ich stelle mich jetzt in die Partie. Oh, hier ist noch eine. Hier ist Kraut. Komm mal her. Oh, Kraut. Oh. Lust da, wenn du es noch nicht mitgenommen hast. Das habe ich schon mitgenommen. Okay. Weil dich ja immer beschwerst, dass ich dir Wolf, nicht sage, wo Kraut ist. Hier sind Bombenbären. Ey, Sprengung. Hä? Nächste Woche feiert ja, ein Bombenbär gewisser Wuchs seinen Geburtstag und würde sich freuen, wenn ein Hutz und ein Wolf sich der Feier anschließen würden nach dem Walk. Wer feiert Geburtstag? Sly. Sly feiert Geburtstag. Ja, das können wir machen. Ja. Weiter nach dem Walk? Gerne. Was, Freitag nach dem Walk? Samstag nach dem Walk? Samstag nach dem Walk. Aber ihr müsst dran denken, dass ich Samstag nach dem Walk dann nicht bei euch übernachten kann, weil ich den Wolf im Schlepptau habe. Den muss ich ja wieder heimbringen. Und ich kann auch nichts trinken, weil sonst kann ich den Wolf nicht reinfahren. So, dann verabschiede ich mich jetzt allerdings von meinen Zuschauern einmal. No, no. Danke, dass ihr dieser Schweinerei hier zugeschaut habt. Ich mag den Schweinekopf. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ja, es gilt wie immer, nicht direkt den Hut schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.